Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit League of Legends. Und ja, ich bin gespannt wie Flitzebogen. Okay. Na, wollen die ihn raiden? Ein gutes Invade-Team hätten die, ne? Wenn Kriegsverweigerer, wenn er Cage mitgenommen hat. Als Anfangsfähigkeit. Ist gar nicht mal so schlecht. Boah, ich habe jetzt voll Angst, Mann, Mutti. Ich habe Angst, dass die invaden. Also sieht er ja. Sieht der China Reis, ne? Was ist das für eine kranke Lache, ey? Okay. Guti, da gucken wir jetzt mal, ne? Wir werden direkt mal hier warten, weil ich habe das Gefühl, es könnte gut möglich sein, dass Nunu relativ schnell Richtung zu uns kommt. Ja, mit Level 2 werden wir direkt reingehen. Also das kriegen wir definitiv hin. Mit Level 2 direkt mal hier Stress machen. Na komm. Okay, die passen jetzt auf. Schade. Sind das eigentlich Kokosnüsse oder was ist das? Das hört sich bescheuert an. Bei den Skin. Das sind aber, glaube ich, bei den Skin Kokosnüsse. Ich kann jetzt nicht rein. Ich würde so gerne... Wir pushen extrem, meine Gutste. Das ist ein bisschen heavy, was wir hier gerade machen. Ich würde gerne ein bisschen mitmachen, aber... Was war denn das? Oh, wie bescheuert war denn das, ey? Das war gut. Das war sehr gut. Ich hätte igniten müssen. Ah, fuck. Hätte ich mal ignited. Ich werde mal ganz schnell hier warden. Okay, das war nie geplant, das war mein Ignite. Ups. Und vor allem, wir haben die Krabbe bekommen. Egal. So, ich würde sagen, wir machen noch schnell die Wave hier zu Ende und dann sollten wir eigentlich... Genau, da kann sie erstmal schnell in Ruhe nochmal farmen. Dann kann ich relativ schnell jetzt wieder runterkommen. So.
gar nicht mal so schlecht. Das ist Level 5, konnte so ein bisschen farmen. Und natürlich, die können unseren Tower nicht angreifen. Also wir holen uns natürlich erstmal die Schülein. Und nach den Schülein bin ich am überlegen, ob wir direkt schon auf Höllenmaske gehen sollen. Okay. Warte mal, ich geh mal hier. Na, konnte mal ein bisschen Stress machen, ist auch nicht schlecht. So, Pingi machen wir mal hier kaputt. Das war richtig geil. Voll geil, voll gute Hilfe von ihm. Voll nett. Hat er ja übelst nett gemacht. Oh oh. Ich gehe mal kurz. Mir fehlt noch ein bisschen was zu Level. Mir fehlt ein bisschen was zu Level 6. So. Ja, ist sie. Ah, wir können aber auch auf die Handschuhe gehen, was auch nicht so dumm ist. Könnten wir eigentlich auch machen. Das macht natürlich am meisten Sinn. Gehen wir erst auf die Handschuhe und dann gehen wir auf die Maske. Das war ein bisschen sehr aggressiv. Aber immerhin, die hat wirklich einen Kill bekommen, ne? Die hat einen Kill bekommen, also man kann ihn meckern. So, dann werde ich mal hier warden. Da hat die aber Dings bekommen, ne? Wir hatten die, also die hat Nunu bekommen, ne? Das war doch nicht schlecht, alles gut. Alles gut. Den kriegt man nicht, oder? Mm-mm. Als ob der eigentliche Kill das überlebt hat. Wie dumm ist das eigentlich? Der eigentliche Kill hat das überlebt, aber wir haben aber zwei andere Kills bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Muss auch erstmal einer schaffen. Das ist bescheuert, ey. Ah, schön. Ja, ich spüre auch immer die Macht der Sonne. Gerade im Sommer, wenn man einen Sonnenbrand bekommt. Das ist nicht so gut.
Nee, bitte nicht! Nee, bitte nicht! Fuck! Das war so, so dumm jetzt von mir gespielt, dass ich hier hochgelaufen bin. Ich hätte Richtung Wayne, Richtung Wayne, also hierhin hätte ich laufen sollen. In die Richtung. Das war doof. Nee, ach, bin ich doof. Warte mal. Wollten doch auf Handschuhe gehen. Naja, war ein bisschen doof gespielt, aber nicht so schlimm. Der Death hätte nicht sein müssen. Vor allem, wie geil das ist. Die konnten die ganze Zeit Pinky zerstören und der Pinky steht halt immer noch da, ne? Haben die irgendwie tausendmal versucht und irgendwie nie hinbekommen. Finde ich so geil. Ich darf nicht fallen. Ja, fall mal nicht, meine Gutste, ne? Dass du jetzt auf die Fresse fliegst. Hör doch mal auf, Mädel. Okay, dann verfolge ich halt nie. Vor allem der Ward steht halt immer noch hier. Wie viele Kills wir nur allein schon durch den Water bekommen haben, ne? Die klingt geier. Geil. Aha, ich komme nie ran. Nee, kein Maler. Ah, Mutti. Oh, scheiße, ey. Das wären jetzt 3 Kills gewesen. Oh oh. So, ich habe keinen Mana, ich werde weggehen. Ich habe keinen Mana, ne? Ich kann nicht helfen, aber okay. Schaffen die alleine. Das Geile ist, in der Season, ne? Habe ich bis jetzt nicht ein Spiel verloren und das sind alles Vanguard Games, ne? Ich habe nicht ein Spiel verloren bis jetzt, ne? Also wenn es jetzt so weitergeht, nice. Extrem heftige Winning Streak, ne? Kann man nicht meckern. Achso, aha, fuck, ich hätte Pinky holen können, na gut. Boah! Als ob. Ja, warte mal, erstmal den Tower hier angreifen. Dann können wir gerne den Trick machen. Oh oh oh. Ups. Ja, gut. Da hätte ich vielleicht ein bisschen auf die Pings achten sollen, aber ja. Da war ich ein bisschen aggressiv unterwegs, ein bisschen böse. Ups. Ah, schön. 950, okay. Ah, Pingy. Ich wollte eigentlich sterben, weil ich mir einen Pingy holen wollte.
Seu! Ich finde das geil, wie der einfach nur dahinter läuft, ey. Geil, ach schön. Der Tag ist gekommen. Ja, ist halt scheiße, ne, Wayne? Voll, vor allem voll krass, wie weit wir jetzt schon hier auf der Botlane sind. Das ist so heavy. Oh oh. Okay, das ist natürlich jetzt klar, dass sie jetzt die ganze Zeit... ja, es ist, natürlich klar, dass sie jetzt versuchen, jetzt die ganze Zeit auf die Botlane zu verteidigen, weil die natürlich auf der Botlane auch erstmal den kürzesten Weg haben und zweitens, weil nur noch der Tower fehlt, ist verständlich, aber alles okay, alles okay. Dürfen das halt jetzt nicht zu oft machen, die Aktion. Aber dann verstehe ich irgendwie nicht, wieso hier, ne? Er ist jetzt halt die ganze Zeit alleine, ne? Und irgendwie passiert da nichts auf der Lane. Kannst du helfen, mein Guter? Please? Nicht so schlimm. Alles gut. Alles gut. Handschuhe. Und jetzt gehen wir mal... Ah, ich bin am überlegen, wieder ein Item eigentlich, wo wir Dings bekommen, ne? Wo wir ein bisschen Mana bekommen, wäre vielleicht nicht schlecht. Ah, hier kriegt man Mana. Bei der Konvergenz. Na gut, dann holen wir die. Holen wir die Konvergenz. Gut, Timo wird natürlich jetzt versuchen, ein bisschen auszuwarten, ne? Ja, ich bin lebendig, ja. Gut, dann machen wir jetzt mal Dwegeline. Komm, 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 komm. Nice! Sehr schön. Zwei Kills, ein Drache. Besser geht's gar nie.
Ach, Timo wollte gerade sagen. Kriegsverweigerer. Komm, lass den Scheiß. Versuch's doch gar nicht erst. Problem ist, sie haben natürlich mit Kriegsverweigerer einen sehr guten Late-Gamer, ne? Den man nicht unterschätzen darf. Oh fuck. Ja, wir sollten vielleicht aufhören, nur zu dritt oder so ganze Zeit anzugreifen, ne? Wir spielen gerade ein bisschen bescheuert. Ist das eigentlich immer noch. Warte mal, ist das eigentlich immer. Ja, complete, und dann haben wir hier noch einen Gegner. Ah, okay. Wir geben natürlich damit unsere Führung ein bisschen weg, dass wir ein bisschen sehr aggressiv spielen. Ich mach den Scheiß hier komplett alleine gerade. Ich finde das geil, wie die Toplane halt immer noch steht, ne? Es steht halt immer noch. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der Ball da durchgeht. Auch wenn der Tower nicht mehr steht. Also ich dachte, der prallt an den Ruinen ab. Deshalb bin ich extra hinter die Ruinen gegangen. Aber was Neues dazugelernt. Ja, das war nice. Ups, wollte eigentlich, naja, gut. Wie asozial eigentlich so ein Kackpilz ist, ne? Oh, schön. Oh, die geben auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein Sieg. Und wir sind definitiv da. Die war kursativ. In der nächsten Aufnahme. Bis dann. Haut rein und tschüss.